Hallo zusammen, hier ist Matthias und Matthias. Ein weiterer Tag, ein weiterer sonniger Tag zumindest in Deutschland. Wie war es in Wien? Auch super sonnig. Auch super sonnig. Ja, ich glaube, langsam müssen wir uns vom Sommer verabschieden. Der Herbst kommt mit großen Schritten. Und ja, das ist ein guter Einstieg in das heutige Thema, Saisonalität. Das Thema heute soll in unserer kurzen Show sein, mit Saisonalität besser performen. Und was wir damit meinen, wollen wir euch jetzt mal zeigen. So, kleiner Moment, ich sehe gerade, ihr könnt das nicht sehen, was ich euch zeigen möchte. Aber Ausgezeichnet. jetzt sollte das funktionieren. Gut, was ihr hier seht, ist der Chart von Natural Gas oder Erdgas. Und wenn man jetzt eine charttechnische gute Situation findet, um Long oder Short zu gehen, dann ist das an sich ja schon mal viel wert. Aber reicht das aus, Matthias? Nein. Goldrichtige Antwort, genau. Also es kann natürlich ausreichen, aber das ist dann eher ja, ein Glücksspiel. Es ist immer besser, mehrere Signale zu haben, wenn man eine Position eingeht. Dafür kann man Indikatoren nehmen oder bei Aktien sind es News, Quartalsberichte und so weiter. Ja, und bei Rohstoffen kann man sich die Saisonalität anschauen. Arbeitest du mit der Saisonalität, wenn du Trades machst, Matthias? Ich lasse es schon auch einfließen in die Entscheidungen. Ich habe da mehrere Kriterien, aber das ist eins davon. Wenn ich meine Optionstrades mache, ist Saisonalität schon ein Teil davon zum Beispiel. Und würdest du sagen, dass sich Saisonalität eher, also ja, profitabel verwenden lässt bei längerfristigen Trades oder auch bei kurzfristigen Trades? Ich würde sagen, es macht. Was ist längerfristig? Ich meine, wenn eine Saisonalität, wenn diese Saisonalität 2 Monate dauert, dann macht es natürlich Sinn, den Trade auch längerfristig aufzusetzen, Ja. als nur für einen Tag oder so, Aber damit man für den Effekt eher nicht mitbekomme. genau, für Daytrader lohnt sich jetzt nicht wirklich der Blick auf die Saisonalität. Nein, gar nicht. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Okay, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass wir hier, ich zeichne das auch mal ein, eine Widerstandslinie sehen bei Natural Gas. Und sollten wir diese durchbrechen, dann wäre das natürlich zum einen ein Zeichen für einen Abwärtstrend und wir haben eine Unterstützung gebrochen. An sich schon mal nicht schlecht. Aber dann lohnt sich der Blick auf die Saisonalität. Und wir haben hier mal eine Internetseite aufgerufen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele zahlreiche Internetseiten. Das soll ja gar keine Werbung darstellen. Und dann gehen wir hier mal auf Energie und dann auf Natural Gas. Ja, und da sehen wir hier Folgendes. Das ist die Entwicklung von Natural Gas im Durchschnitt über die letzten 17 Jahre. Und aktuell befinden wir uns Mitte, Ende Oktober, also ungefähr hier in diesem Bereich. Und man sieht, ab diesem Bereich geht es über die letzten 17 Jahre zumindest gesehen, sehr, sehr oft bis Anfang Dezember bergab. Dann geht es nochmal leicht nach oben und dann geht es ja bis Februar sogar nochmal bergab. Wie würdest du das deuten oder für den Natural Gas Trade dann nutzen? Wäre das jetzt positiv sicherlich, wenn der Widerstand oder die Unterstützung bricht und wir gehen short? Also für mich auf jeden Fall ein Zeichen, wobei ich sagen muss, gerade dadurch, dass ich Optionen handle, ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr sogar den Natural Gas Trade, ich glaube nackt, also nur wirklich auf Saisonalität. Aber wir befinden uns ja eigentlich in einem Abwärtstrend. Ich meine, mein Chart lädt jetzt leider seit ungefähr 20 Minuten, Ja. aber wenn man jetzt ein bisschen nach hinten geht in der Zeit, dann ist es natürlich gut, wenn wir eine Saisonalität haben, die nach unten zeigt und in einem Abwärtstrend sind und dann auch noch den Support brechen, Ja, ich mache ja dann ist gerade es. mal auch das etwas längerfristige Chartbild von Natural Gas auf. Also wir kommen ja dieses Jahr, also wir waren Anfang des Jahres, waren wir schon bei 4 Dollar pro 42.000 Einheiten Natural Gas. Und aktuell sind wir eben bei 2,80, also einiges tiefer. Ich denke, wenn der Widerstand die Unterstützung bricht, dann ist schon noch Potenzial nach unten. Du hast heute auch bei uns im Tradimo Trading Konto eine Position für Natural Gas eröffnet. Vielleicht ganz Ja. kurz dazu ein paar Worte.
Ganz kurz ein paar Worte. Ja, wir handeln ja diverse Strategien, ein paar Optionsstrategien, Aktienstrategien und so weiter und so fort und geben die Signale ja dann quasi live im Chat durch. Und ich habe halt heute einfach auch gesehen, nachdem ich die Märkte gescreent habe, dass nicht nur die Saisonalität passt, auch diverse andere Kriterien. Wir verwenden zum Beispiel den ADX. Auch das erklären wir in unseren Webinaren im Premium Service. Und deshalb war es halt einfach für mich ein ganz klarer Short. Das Signal war da, wir gehen Short. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Wir liegen auch nicht ziemlich weit weg, aber wir liegen ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, was bei 3,70, glaube ich, war Genau. das. Also du hast Calls verkauft, Genau, um wir sind von Short. Genau, um von fallenden Preisen im Natural Gas zu profitieren, haben wir Calls verkauft. Also ein Genau. Optionshandel wieder. Okay, Genau. ja. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was du zu Saisonalitäten sagen möchtest? Gibt es für dich jetzt zum Beispiel Märkte, wo Saisonalität gut oder nicht so gut funktioniert? Ja, prinzipiell alles, was Rohstoffe sind oder eigentlich alles, was lagerfähig ist, beziehungsweise halt ja eben Rohstoffe. Wo es nicht so gut funktioniert, sind eben Indizes. Klar, da haben wir ja generell eigentlich, wobei auch da funktioniert es, Ja, mit weil da haben wir die Abschlägen. Jahresendrallye zum Beispiel. Schauen wir mal, ob die heuer noch passieren wird. Aber ich meine, es war jetzt ein kleiner Rückschlag heute, sagen wir so. Ich meine, irgendwann muss es ja passieren. Und halt Forex natürlich. Forex ist auch jetzt nichts, wo ich sagen würde, Saisonalität ist was, wo, oder Forex ist nichts, wo Saisonalität für mich Ja, ein Kriterium wäre. So. absolut, genau. Und ich würde noch ergänzen, die Zins- und Anleihemärkte, da funktioniert das auch nicht so besonders gut. Das ist übrigens das Gleiche mit den COT, also den Commitments of Traders Daten. Da funktionieren die Sachen auch bei Rohstoffen, die Softs, Grains, Energy und ja, da und Metals. Da funktioniert das ziemlich gut, bei den anderen eher nicht so gut. Okay, gut. Ja, dann wollen wir es dabei belassen. Wir hören und sehen uns morgen sicherlich wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war Matthias und Matthias. okay, ciao. Ciao.